Ich versuchte eine Stelle auf der Route zu erwischen, wo ich glaubte, dass möglichst mich keiner stört, keine Polizei und so weiter. Und habe also eine Stelle gesucht, gleich nach der Ausfahrt aus dem Flughafen. Und zu meiner Überraschung war es da knüppeldick voll. Aber Gott sei Dank wenig Polizisten. Und einer dieser Polizisten erwischte mich dann, als ich in dem Moment, als die Kolonne stoppen musste wegen der vielen Menschen, der rief mich zurück und brüllte Platz da und alles guckte durcheinander und die Kolonne war noch nicht am Fahren und das war mein Moment. Und Kennedy sah mich erst nicht und plötzlich fuhren die ein bisschen schneller. Der Beamte, der hinten auf dem Trittbrett stand, der Sicherheitsbeamte, wollte wohl verhindern, dass ich unter das Auto komme, ergriff mein Hemd, da sprangen die Knöpfe ab, weil das aufriss. Und er brüllte irgendwas und Kennedy hörte das und dreht sich um und sieht mich, meine ausgestreckte Hand, und ergreift die. Können Sie sich vorstellen, wie ich mich gefühlt habe?